Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute ein ziemlich cooles Spiel, das heißt Quirkle Travel. Das gibt es auch als Brettspiel, also nicht für die Reise. Und das ist eben die Reisevariante in einer kleinen Stofftasche zum Mitnehmen. Quirkle ist das beliebte Familienspiel mit als Reiseversion. Und hier sehen wir auch schon einen ersten Quirkle-Stein, der hängt hier außen am Reißverschluss. Quirkle ist das erfolgreichste Spiel des Jahres 2011 und das gibt es jetzt in der praktischen Reisetasche mit Reißverschluss und für noch mehr Spielspaß und Abwechslung unterwegs. Das ist ein Strategiespiel, also da gibt es 7. Das Ganze ist immer eingeteilt von 1 bis 10 hier und bei Strategie gibt es eben 7 Punkte, bei Glück 6 Punkte und bei Schwierigkeit 3 Punkte. Das Ganze ist nämlich geeignet für Kinder ab 6 Jahren und man kann das zu zweit, zu dritt oder zu viert spielen. Eine Runde nimmt ungefähr so 30 Minuten in Anspruch und mit dabei sind hier 108 Holzsteine. Ich habe hier schon einen gezeigt, der hängt hier außen dran. Außerdem die Reisetasche und eine Spielanleitung. Ja, die Spielanleitung, die werde ich auch noch brauchen. Das ist auf den ersten Blick ein bisschen kompliziert. Man muss die Steine alle aneinander legen. Aber ich glaube, wenn man das einmal drauf hat, macht das echt richtig viel Spaß. Das Spiel ist von Schmidt Spiele und ich werde das jetzt einfach mal auspacken. Oh, die Tasche ist aber wirklich schön. Da sind schon ganz viele bunte Muster drauf. Sternchen und Karos, Blumen, nochmal Sterne mit nur 4 Zacken. Die ist auf jeden Fall richtig schön bunt, die Tasche. Und hier oben ist der Reißverschluss. Eine Anleitung. Und ich habe ja schon gelesen, 108 Spielsteine. Die sind alle noch gut eingepackt und eingeschweißt. Da hole ich mir mal eine Schere zu Hilfe. Die Spielsteine sind aus Holz. Wow, das ist aber echt eine Menge Spielsteine. 108. Und es gibt gelbe, grüne, orangefarbene, blaue, rote und noch irgendeine Farbe? Ah ja, lila. 6 verschiedene Farben und ich glaube auch 6 verschiedene Symbole. Den Kreis habe ich jetzt gerade hier doppelt. So passt es, glaube ich. Es gibt ein Viereck, also ein Quadrat, ein Karo, ein Stern, eine Blume, einen Kreis und den Stern mit 4 Zacken. So, das Spiel funktioniert jetzt folgendermaßen. Die werden alle gut gemischt und zurück in die Tasche gelegt. Dann nimmt sich jeder Spieler 6 Steine hier raus. Ich habe jetzt 6 Steine und die stellt man so vor sich auf, damit die anderen Spieler diese Steine nicht sehen können. Anfangen darf jetzt derjenige, der am meisten Pärchen, nenne ich das jetzt mal, hat. Ich habe diese hier zusammen, passen zusammen, die passen zusammen und ich habe 2 rote. Ich habe also jetzt 2 Steine maximal passend zusammen. Wenn jetzt jemand zum Beispiel noch einen weiteren roten Stein hat, jemand hätte zum Beispiel jetzt noch das Ganze so, dann sind 3, die zusammenpassen. Also es passen immer die in der Farbe zusammen oder in den Symbolen. Und wenn man das so hätte, dann hätte man jetzt 3, die zusammenpassen. 1, 2, 3. Und dann darf derjenige beginnen. Also derjenige mit den meisten passenden darf beginnen. Und diese passenden darf derjenige dann rauslegen. Wenn ich jetzt beginnen dürfte, dann kann ich zum Beispiel die beiden hier rauslegen. Das sind jetzt 2 Vierecke. Und
Ich gehe mal etwas näher hier ran. So, ich dürfte jetzt zwei nachziehen, weil ich ja zwei gelegt habe und ich immer sechs hier haben muss. Wenn man jetzt als nächstes dran ist, dann muss man entweder hier Vierecke dranlegen oder man kann jetzt auch Farben dranlegen. Wenn ich also jetzt zum Beispiel als nächstes dran wäre, würde ich sagen Rot und würde hier einen roten Stein dranlegen. Und dann gibt es auch immer Punkte, also man muss immer nachziehen, sodass man sechs Steine hat. Und für das, was man rangelegt hat, bekommt man Punkte. Hierfür, weil ich das hier drangelegt habe, würde ich jetzt zwei Punkte bekommen, weil jetzt hier zwei Steine sind. In jeder Reihe darf aber jedes Symbol nur einmal vorkommen und jede Farbe darf auch nur einmal vorkommen. Ich habe einfach mal ein paar Steine aneinander gelegt. Also in dieser Reihe, das ist eine Farbreihe und da haben wir zwei unterschiedliche Symbole. In der Reihe sind die Sterne, da könnte ich jetzt noch einen gelben Stern zum Beispiel anlegen oder einen lilafarbenen Stern und den lilafarbenen Stern, den würde ich hier oben anlegen, weil dann bekomme ich für diese Reihe Punkte und gleichzeitig für diese Reihe Punkte. Ich würde jetzt also bei diesem lilanen Stern, den ich hier anlege, würde ich einmal hierfür 4 Punkte bekommen und hier 5 Punkte, also insgesamt 9 Punkte. Und wenn jetzt hier auch noch so ein Sternchen mit Meerzacken wäre und wenn ich das dann hier anlege, dann gibt es nochmal extra Punkte, weil das ist jetzt ein sogenannter Twirkel. Da sind jetzt alle 6 Symbole, die es gibt, also eine 6er-Reihe und dafür gibt es dann 12 Punkte. Also ja, etwas kompliziert mit den Punkten, muss man einmal richtig durchblicken. Man bekommt immer für die Anzahl, die dann in der Reihe zusammen liegen, die Punkte. Und wenn eben 6 zusammen sind, dann bekommt man die doppelte Punktzahl. Und man muss dann immer so schauen, wo man das Ganze dranlegt. Ich zeige euch mal Sachen, die verboten wären. Zum Beispiel, das wäre verboten. Das wird zwar hier in der Reihe passen, aber in dieser Reihe nicht. Hier dürfte ich das Ganze aber dranlegen. Das wird dann hier mit der Reihe passen und hier grenzt das ja nicht an andere Symbole an. Das wäre also hier noch ganz frei und das dürfte man so hinlegen. Das wäre auch verboten, wenn ich jetzt hier noch einen weiteren roten Stern dranlegen wollte, weil in jeder Reihe jedes Symbol nur einmal vorkommen darf. Einfach hier irgendwo was dranlegen wäre auch verboten, weil man muss es wirklich richtig dranlegen. Und das wird nicht passen, das wird nicht passen, also den kann ich schon mal hier nicht dranlegen. Hier oben auch nicht, hier auch nicht, den könnte ich zum Beispiel hier dranlegen. Dann ist hier eine neue orangefarbene Reihe und der grenzt auch nicht an andere Symbole an, sondern den kann ich hier gut dranlegen. Ziel des Spieles ist, alle Steine irgendwie hier anzulegen. Also immer nach und nach, wenn man dran ist, legt man wieder an eine Reihe Steine an. Dabei muss man nicht nur an eine Seite, sondern ich kann auch an der Seite und an der Seite was anlegen. Also hier jetzt nicht mehr, die ist ja schon komplett. Aber ich könnte jetzt hier bei dem Kreis hier an der einen Seite einen roten Kreis anlegen und an der anderen Seite einen orangefarbenen Kreis. Und dann würde ich natürlich auch wieder 6 Punkte bekommen oder 12 Punkte, weil ich die Reihe komplett hätte. Ja, so ist das auf jeden Fall. Alle Steine müssen angelegt werden und man zieht ja immer nach. Und wenn irgendwann keine Steine mehr hier drin sind in der Tasche, dann muss man noch die Steine aufbrauchen, die man dann vor sich stehen hat. Und wenn man seinen letzten Stein gelegt hat, dann hat man gewonnen. Also derjenige, der zuerst den letzten Stein gelegt hat. Ein etwas kniffliges Spiel, aber das ist ein schöner Zeitvertreib, finde ich. Etwas, wo man immer aufpassen muss, immer nachdenken muss, ein bisschen logisch denken muss. Ich finde das Spiel richtig toll und ich freue mich schon, wenn ich das mal mit jemandem spielen kann. Kann ich mir schön vorstellen, dass man damit eine ganze Zeit verbringen kann. Eine halbe Stunde soll das Spiel ja ungefähr dauern, aber ich könnte mir sogar vorstellen, dass man das dann mehrere Male hintereinander spielt. Auf Reisen oder sonst bei einem lustigen Spieleabend. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel findet, ob ihr das vielleicht schon mal gespielt habt. Vielleicht kennt ihr das ja schon. Gerne einfach alles unten reinschreiben. Wenn euch die Vorstellung gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Und sonst schaut unsere anderen Videos
abonniert unseren Kanal und bis zum nächsten Mal. Tschüss!